Hey Leute, willkommen wieder bei Fire Emblem Fates Offenbarung. Ja, wir haben uns schon wieder einen Charakter geholt. Ist ja unglaublich, meine Güte, ey. Ja, wo ist er denn? Mensch, jetzt ist hier alles durcheinander, weil ich schon wieder so viel Einheiten trainiert habe. Genau. Wir haben jetzt Veloria mit dabei, was natürlich sehr, sehr cool ist. Eine Einheit, die ich vom Design einfach unglaublich mag. Aber wenn Hinoka und Tsubaki hier nebeneinander stehen, das sieht aus, als hätte man einfach zwei Klone. Ist irgendwie lustig. Na gut, so. Wir sollten mal unseren Gefangenen noch versuchen zu überreden. Vielleicht klappt das ja mal, dieser Nigel hier, dass der sich uns anschließt. Ich hoffe, die Gefangenen geben schnell auf. Ihr eigenes Wohl versteht sich. So, Shura, dann mach mal, was auch immer du jetzt tust. Den absichtlich die Seife fallen lassen. Und ja, über den Rest brauchen wir nicht zu reden. Das könnte eine Weile dauern. Okay. Ja, es kostet dann anscheinend immer weniger. Das bedeutet, wir können uns dann auch ein bisschen Zeit lassen, weil den brauchen wir sowieso nicht unbedingt, mein Gott. Ist ja nur eine optionale Einheit, die man hier mehr oder weniger abgreifen kann, wenn man möchte. So, es gibt jede Menge Supports, allerdings habe ich ja schon gesagt, ne? Wir machen jetzt nur noch die wichtigen paar Supports, wo ich euch das Ganze schön aufgezeigt habe, wessen Partner wird, etc., etc. Das bedeutet, wir werden jetzt hier diese ganzen Support-Gespräche machen, die noch wichtig sind. S-Support machen wir zum Schluss, da weiß ich schon, dass einer dabei ist. Dann gehen wir jetzt einfach mal der Reihe nach alles durch. Kagero. Hallo, Jacob. Du liebst das Zeichnen wirklich, nicht? Ja, es entspannt mich. Es ist meine Art der Meditation, um mich selbst zu finden. Ich verstehe. Habe ich dich mit meinen Kommentaren zu deinen Bildern gestört? Nicht im geringsten. Ja, noch half mir deine besondere Sicht auf meine Bilder. Um ehrlich zu sein, freut mich dein Besuch immer wieder aufs Neue. Selten erhält man eine wirklich ehrliche Meinung von Menschen. Ha, ich verstehe nicht, wie jemand keine Meinung zu deinen Bildern haben kann. Sie sind in der Tat einzigartig. Kannst du erkennen, was dieses Werk werden soll? Oh, natürlich, das ist einfach. Eine Katze. Es wird eine Katze werden. Ha, leider zeichne ich dieses Mal keine Katze. Och wirklich, ich dachte wirklich, dass es eine ist. Dann vermagst du nicht zu wissen, woran ich gerade arbeite. Ich kann es dir verraten, wenn du es wünschst. Warte, lass mich genauer hinsehen. Ein Mann mit Glatze, mit Tränen in den Augen. Er schwingt eine Peitsche. Das bist du und du lächelst. So zeichnest du mein Gesicht? So sehr hoffte ich, es wäre nun richtig. Es scheint, als wäre meine Selbstsicherheit nicht in das Bild geflossen. Aber ich habe keine Glatze, dieser Mann hat nicht ein einziges Haar. Ich dachte, ich hätte dich genug studiert, als du mein Kunstpartner warst. Sollte ein Geschenk für dich werden, doch in Anbetracht deiner Reaktion würde sich der Müll eher darüber freuen. Tja, also, wenn du es sowieso wegwerfen willst, dann nehme ich es lieber. Bist du dir da sicher? Du hast es mit Gefühl gemalt, somit hat es eine ganz besondere Bedeutung. Außerdem, so wie es aussieht, könnte es ansässige Dämonen vertreiben. Also bitte vollende es und dann werde ich es gerne mitnehmen. In Ordnung. A-Support, etwas weirder A-Support, aber okay. Gut. Wie auch immer. So, hier ist nichts Wichtiges mehr, genau. Aber hier haben wir noch einen A-Support. Huhu, Odin. Oh, ich meine, sei mir gegrüßt, finsterer Odin. Schöne Prinzessin, ich höre euer Flehen. Ihr suchet die Hilfe des finsteren Odin. So sei es doch, ich warne euch. Hütet euch vor den tiefen, unschuldigen Augen. Denn die Nacht triumphiert über den Tag wie ein Rabe, der das Licht verschlingt. Ja klar, mache ich. Wie eine reine Seele, die in der Wüste der Einsamkeit wandelt, den heiligen Hügel erklimmt und vom Speer der Qual durchbohrt wird, richtig? Fürwahr. Geht es euch auch wirklich gut, my Lady Elise? Warum fragst du? Habe ich was falsch gemacht? Nein, nur werdet ihr nicht verstoßen, wenn ihr in dunklen Zungen sprecht. Ach, keine Sorge, ich benutze meine schwarze Zunge nur, wenn ich bei dir bin. Außerdem wären andere wohl einfach nur verwirrt, wenn ich so komisch reden würde. Da habt ihr wohl recht. Ist doch egal, was die anderen denken. Lass uns weiter Odin-Sprache sprechen. Ich liebe die Geschichten, die du dir ausdenkst. Die sind so skurril und abgedreht. Ja, nicht wahr? Richtig heroisch und anspornend, oder? Elisir, ihr seid einfach wunderbar. Deshalb seid ihr als Prinzessin so beliebt. Hihi, danke. Doch genug davon. Wolltest du mir nicht vom 13. Dämonenschwert berichten? Ah, ihr sprecht von gerechter Zorn, eine edle Klinge, wenn auch verflucht. Man sagt, dass bei Blutmond eine dunkle Macht von träger Besitz ergreift. Nein, im Ernst, erzähl mir mehr. Okay. Das funktioniert ja auch super bei denen hier. Meine Güte. Okay, wie auch immer. Ja, gibt natürlich noch weitere Supports. Hotchi und Laszlo.
Wenn das nicht mein neuer Bühnenpartner ist, ist dir schon etwas eingefallen? Einiges, aber leider hat nichts den gewünschten Effekt auf unser Publikum. Also nichts, was ihm Glück bringt. Ich bin zumindest froh, dass du es ernst nimmst. Das mit dem Glück ist mir sehr wichtig für unsere Darbietung, aber mir ist auch nichts eingefallen. Wie wäre es, wenn ich einen Blick in die Zukunft werfe? Wird das denn klappen? Müssen wir uns nicht erst ausdenken, was wir aufführen, bevor es in unserer Zukunft erscheint? Nichts bleibt meinen Karten verborgen, weder die Gegenwart noch die Zukunft. Die Karten, die ich für meine Weissagungen verwende, eignen sich gut dafür, das Ungewisse vorherzusagen. Ich werde jetzt 6 von ihnen auslegen. Oh, da ist eine Blume abgebildet und da noch eine. 6 Blumen in einer Reihe? Oh, nur Blumen, das bringt uns viel Glück. Wir beide haben großes Potenzial. Aber das Schicksal hat uns nicht verraten, dass wir aufhören sollen. Wollen uns deine Karten vielleicht sagen, dass wir viele Blumen benutzen sollen? Lass uns das noch einmal überdenken. Oh ja, Norn, eure guten Ideen sind wohl doch eher Mangelware. Sie fliegen euch einfach so aus dem Nichts zu, einfach so boom. Boom, hm. Aha! Hast du eine Idee? Ich habe mich gerade an eine Vorstellung erinnert, bei der es buntes Feuer gab. Oh, ich kann das so schlecht beschreiben, es war wie ein Inferno und ein Regenbogen zugleich. Manche Dinge färben die Flammen ein, wenn man sie verbrennt. Meine Karten zeigten dir Blumen und doch sahst du Flammen? Flammenblumen, ich kann diese Dinge miteinander verbinden, Orochi. Oh, ich kann mir nun endlich vorstellen, wie unsere Darbietung aussehen wird. Ich muss dich erst noch im Dunkeln lassen, da ich noch ein paar Nachforschungen anstellen muss. Spricht da etwa der Schalk aus dir, Leslo? Normalerweise ist es doch immer Orochi, der mit anderen spielt, und doch bin ich fasziniert. Ja, du schaffst es, mich auf die Folter zu spannen, weihe mich ja schnell ein. Natürlich, Orochi, jetzt laden alle unsere... Was? Also, so rum, okay. Jetzt lade alle unsere Freunde ein, ich verspreche dir... dass wir ihnen etwas bieten werden, das sie nie in Vergessenheit geraten wird. Okay, hier ist also auch alles super. Okay, der Support könnte bestimmt lustig werden, oder? Ich gehe drunter von mir! Wer schreit denn hier so? Harry, was ist denn los? Ah, Caden, hilf mir, eine Raupe krabbelt auf meinem Rücken herum. Ruhig, halte einfach still. So hab sie. Danke, Caden. Jetzt mach sie unschädlich. Was, ich soll sie töten? Warum denn? Sie stört doch niemanden. Sie stört mich, jetzt tritt endlich darauf. Aber ich will nicht, was hast du denn nur gegen Insekten? Sie sind eklig, sie krabbeln und wimmeln überall herum und verderben mein Essen. Ich bekomme schon von den Gedanken eine Gänsehaut. Hast du also auch Schmetterlinge? Wie? Nein, ich liebe Schmetterlinge, die sind wirklich hübsch. Aha, du weißt aber schon, dass aus Raupen später Schmetterlinge werden. Was, unmöglich. Obwohl, da du es sagst, glaube ich, dass mein Lehrer so etwas erwähnt hat. Aber ich bin mir nicht sicher, sobald die Rede von Raupen war, habe ich ja nicht mehr zugehört. Ich kann mich nicht so gut konzentrieren, wenn mich ein Thema nicht interessiert. Du hast diese Verwandlung noch nie gesehen, stimmt's? Ich muss sie dir zeigen. Huch, was willst du mir zeigen? Wie es aussieht, wenn sich eine Raupe in einen Schmetterling verwandelt. Igitt, so etwas will ich nicht sehen, das klingt abscheulich. Ist es nicht, ehrlich. Ich nehme den Kerl an mich und sage es dir, wenn es soweit ist. Bist du taub? Ich will das nicht sehen. Oh, ich bin schon ganz aufgeregt. Du wirst begeistert sein. Oh Mann. Irgendwie war das ja schon wieder abzuwarten, dass die auch noch eine Insektenschwäche hat. Na, großartig. Es reicht ja nicht, dass sie völlig crazy ist und am liebsten alles abschlachtet, was ihr vor die Finger gerät. Aber Hauptsache, denn so eine kleine Angst hier zu haben, das ist ja wieder mal unfassbar. Wundert euch übrigens nicht, dass alle unequipped sind. Ich habe das mal gemacht, um meine Waffen mal umzusortieren auf das Team, das die ihr dann auch wirklich braucht. So wie auch immer. Oh, Veruca, wie geht es dir an diesem feinen Tag? Darf ich fragen, ob du nun ein besseres Verständnis von Gerechtigkeit hast? Ja, mir ist das Konzept nun doch etwas klarer. Zumindest weiß ich jetzt, wie du Gerechtigkeit definierst. Fantastisch! Ehrlich gesagt war ich überrascht, dass du mir so arg gespannt zuhörtest. Es ist so, niemand zuvor hat mir den Unterschied zwischen Gut und Böse erklärt. Deswegen fand ich es so interessant, dir bei deinen Ausführungen zuzuhören. Verstehe! Nun, ich muss jetzt gehen. Auf Wiedersehen. Warte, wohin willst du? Das kann ich dir nicht sagen. Hat das etwas mit dem finsteren Gesellen von neulich zu tun? Ja, das hat es. Ich wurde beauftragt, jemanden zu ermorden. Oh, verstehe. Und wer ist deine Zielperson? Ein Regierungsbeamter, der die Hauptstadt besucht. Ist dem so? Was für ein Zufall. Ich bin zur Leibwache des Beamten berufen worden, der zu Besuch ist. Seine Männer haben Wind davon bekommen, dass ein Attentat auf ihn geplant ist. Moment, bedeutet das etwa... Ich befürchte es höchst bedauerlich. Damit das klar ist, ich führe meine Aufträge immer aus. Was für ein Zufall, ich auch. Stillschweigen. Okay, gut. Ja gut, Beruka-Supports können irgendwie weird sein. Das klingt logisch. Das klingt völlig logisch. Oh Gott, das könnte
denke ich, mitunter das Lustigste sein. Ich bin gespannt. La la la. Du siehst so aus, als ob nichts in der Welt dich heute aus der Ruhe bringen könnte. Das stimmt nicht ganz. Ich mache mir um einiges Sorgen. Oh, was könnte dir wohl Sorgen bereiten? Das ist eine wirklich gute Frage. Ich denke, ich sorge mich darum, wie ich scheine, gar keine Sorgen zu haben. Ich verstehe. Du bist dann also irgendwie ein Dummkopf. Verzeih, ich hab dir gerade nicht mehr zugehört. War das ein Kompliment? Danke für deine netten Worte. Du bist ein hoffnungsloser Fall, doch das macht dich wohl glücklicher. Worüber machst du dir Sorgen, Niles? Selbst wenn ich Sorgen hätte, wieso sollte ich dir davon erzählen? Das stimmt allerdings. Ich denke nicht, dass man Probleme lösen kann, indem man nur über sie redet. Darüber sind wir uns also einig. Ja, du stimmst mir zu, das ist schön. Du bist etwas Besonderes, so viel ist sicher. Keine perversen Anspielungen von Niles ist überraschend in einem Dialog. Mensch, ich hätte jetzt gedacht, er nutzt dieses Stillschweigen voll aus. Aber gut. Vielleicht kommt das dann noch im nächsten Support. Oh, Effi, du wurdest gerade schwer verletzt. Du hast sicher große Schmerzen. Warum lachst du dann? Ich bin froh, dass wir den Kampf gewonnen haben und ich dich beschützen konnte. Faszinierend. Also achtest du das Leben anderer mehr als dein eigenes. Wahrhaftig hast du bereits eine gehobene Karma-Ebene erreicht. Ich weiß nicht, so wie ich es sehe, bin ich nur eine sehr gute Kämpferin. Ich möchte nicht verletzt werden oder sterben, aber noch schlimmer wäre es, wenn ein Freund im Kampf fiele und ich überlebte. Oh, wie enttäuschend. Ich dachte, du seist nicht auf dein physisches Ich konzentriert. Das wäre interessant, aber ich schätze, du bist nur eine langweilige, normale Soldatin. Daher bin ich gelangweilt. Bis später. Na schön, ich sage es ja. Danke, dass du mich beschützt hast. Ich denke, ich schätze die Gelegenheit, diesen Körper etwas länger zu erhalten. Großartig, ich freue mich, dass du noch am Leben bist. Okay, das ist auch ein bisschen eigenartig hier. Asama, der Mönch. Dann noch Nyx und Hayato. Hallo Nyx. Sieh mal einer an, der berühmt-berüchtigte hoshidische Kleriker Hayato. Man hört, du beherrschst bereits eine Reihe mächtiger Zaubersprüche. Das ist sehr ungewöhnlich, aber entspricht es denn der Wahrheit? Ich bin deutlich älter, als ich aussehe. Du musst mich nicht wie ein Kind behandeln. Wie alt bist du denn? Ha, das würdest du wohl gern wissen, was? Und was führt dich an diesen Ort, Hayato? Vermutlich meine Neugierde. Und was hat sie geweckt? Na gut, eigentlich bin ich gekommen, weil ich einen Rat benötige. Oh, worum geht es denn? Das soll wirklich niemand sonst wissen. Kannst du mir ein Geheimnis wahren? Natürlich, meine Lippen sind versiegelt. Also gut. Moment, nein, irgendetwas stimmt hier nicht. Vergiss, was ich gesagt habe. Was bitte soll denn nicht stimmen, außer uns ist doch niemand hier? Tja, einfach so, als wäre das hier niemals passiert. Ich muss wieder zurück. Was in aller Welt, das war nun wirklich merkwürdig. Okay, das könnte auch noch weird werden. Beide mit dem hohen magischen Potenzial. Aber sie ist ja irgendwie verflucht und muss deswegen in einen Kindeskörper hausen, warum auch immer. Frage mich, ob irgendein Support wirklich mal den Hintergrund genauer erläutert. Das wäre nicht wirklich was, was interessant wäre. Ach stopp, hier ist noch Mozu und Takumi. Ja, das hätte ich jetzt fast übersehen. Mozu, hast du diese Blätter gesehen? Die Tomaten sind von Insekten befallen. Sollten wir etwas mehr von dem natürlichen Insektenschutzmittel verwenden? Ja, das sollte helfen. Und die hier stehen direkt in der Sonne. Wir sollten einen Sonnenschutz bauen. Eine gute Idee. Bist du dir sicher? Du wirfst immer so einen seltsamen Blick zu. Ach nichts. Wenn du anderer Meinung bist, sag es. Denkst du, wie sie brauchen ein Wasser? Nein, das ist es nicht. Ich dachte nur gerade, dass ihr den Dreh wirklich raus habt. All euren Freunden geht es gut und sie sehen glücklich aus. Warte mal, hast du das Gemüse gerade als meine Freunde bezeichnet? Ich meine, Takumi hat schließlich den Ananaskopf, also von daher ist das gar nicht so abwegig, oder? Schaut ihn euch an, ja? Wer da keine Ananas sieht, ist selbst schuld. Punkt. Na klar, denen geht's gut. Wenn sie sprechen könnten, würden sie Danke sagen. Ein Garten ist wie ein Spiegel, es gibt die Mühe zurück, die man in ihn investiert. Das sehe ich, diese Pflanzen sind wie verwöhnte kleine Kinder. Nwelk genug Wasser an sie vertrocknen, zu viel Wasser an sie welken, sehr eigen. Hihi, genau, und je härter man arbeitet, umso zufriedener ist man bei der Ernte. Da hast du völlig recht, danke Mozu, ich habe so viel von dir gelernt. Ich habe nie groß über die Landwirtschaft nachgedacht, das war etwas für andere. Aber ich will ein Adliger sein, der seine Untergebenen und ihre Sorgen versteht. Auch ich möchte euch danken, mein Lord, ich bin froh, euch nicht verschreckt zu haben. Ich möchte, dass du mir immer die Wahrheit sagst, sei stets ehrlich zu mir. Haha, gut, das verspreche ich, ich sag die Wahrheit, auch wenn sie unbequem ist. Ausgezeichnet, ich bin erfreut, das zu hören. Ich sag's ja, in einem Support mit Mozu blüht Takumi eigentlich wirklich auf. Als jemand, der Verständnis hat für die Leute und mal ein bisschen sich reinarbeitet in die jeweiligen Gedankengänge und die jeweilige Situation, das gefällt mir.
ist sicherlich eine andere Seite, weil in der Story ist er doch oft jemand, der sehr unsympathisch rüberkommt und so. Das ist, finde ich, nicht schlecht. So, jetzt natürlich noch der Esso-Part zum Schluss und dann widmen wir uns der nächsten Nebenmission. Hallo Franz Xander, ist alles in Ordnung? Ihr wolltet mich dringend sprechen? Verzeiht, aber ich habe bis heute Morgen nicht bemerkt, welcher Tag heute ist. Was meint ihr damit? Ist heute ein besonderer Tag? Der norische Glaube besagt, dass Paare, die an diesem Tag zusammenspielen... Was? Spielen? Speisen, Entschuldigung. Dass ihre Verbindung durch das gemeinsame Mahl gestärkt wird. Ich verstehe nicht ganz. Verzeiht, ich werde es genauer erklären. Nach dem letzten Abendessen hatte ich vor, weitere für die Adligen zu planen. Ich dachte, dadurch bringen wir unsere beiden Länder näher zusammen. Aber ich erkannte auch, dass ich besonders euch näher kennenlernen will. Prinz Xander, deutet ihr etwa an? Habt ihr Gefühle für mich? Ja, Prinzessin Hinoka, so ist es. Es ist wirklich schwer, mich selbst so verwundbar zu zeigen. Ihr fühlt euch verwundbar, aber ihr seid nicht in Gefahr, Prinz Xander. Schon seit geraumer Zeit hege ich Gefühle für euch. Noch bevor ihr dieses Essen plantet, was ihr ja nicht zugeben wolltet. Diese nette Tat ließ mich hoffen, dass meine Gefühle vielleicht erwidert werden. War es denn so offensichtlich? Ich gebe zu, dass ich deine Reaktion auf mein Geständnis fürchtete. Du musst gar nichts fürchten. Du sagtest, ein gemeinsames Essen heute stärkt unsere Bindung? Das glaubt man jedenfalls in Noah. Dann lass uns etwas essen und einen passenden Ort finden. Prinzessin Inoko, ich bin froh, dass du das sagst. Ich habe vorgesorgt, falls du für mich empfindest, was ich für dich empfinde. Folge mir, ich ließ bereits ein besonderes Mahl für uns zubereiten. Ich kann es kaum erwarten. Oh, das war mal ein sehr gediegener Support. Der war kaum kitschig und irgendwie passend. Das stellt man sich bei Hinoka irgendwie auch so ein bisschen vor. Finde ich gut. Wie sieht's bei euch eigentlich aus von den Skills und so? Bin ich da schon zufrieden? Will ich die so weitergeben? Moment. So rum. Weiß nicht. Vielleicht arbeite ich bei denen auch noch auf Level 15 hin. So, was ich aber machen werde. Moment, Kase. Lieber Kase. Will ich wirklich Exitus weitervererbt haben? Schwierig. Ist ein Skill, der ist halt sehr situationsbedingt. Aber man kann das schon machen. Aber es ist aber, glaube ich, ein fähigkeitsbasierter Skill. Schade. Wäre es ein glücksbasierter Skill, sähe die Sache schon wieder ganz anders aus. Ich werde dann noch gleich sehen, warum. Jedenfalls, die Midori-Quest ist die nächste, die wir machen. Wo ist denn? Oh Gott. Ach ja, natürlich, Rinka. Das war's. Ja, den kannst du weitergeben. Auf jeden Fall. Das ist okay. Damit bin ich zufrieden. Ja, da ist es ja. Kase bittet seine Tochter Midori, ihm Drachenkräuter zu geben. Diese werden allerdings von der Abenteurerin Cadence gestohlen. Oder Candace? Okay, wie auch immer. Kase verfolgt sie mit der Gruppe. Okay, Nebenquest 6. Heilende Hände. Übrigens, der Charakter hier... Mag unscheinbar wirken, aber meine Güte, der Personal Skill rockt wie sonst was. Die kann wirklich heftig werden. Hatte ich bei mir Herrschafts Endgame war es einer meiner besten Charaktere. Auch unter anderem wegen Tüftler Skill, weil man Klone anfertigen kann und das kann ganz lustig sein in Kombination mit diversen anderen Dingen. Aber gut, wie auch immer, das würde jetzt ausufern. Längs 2, 3, 4. Mach nur weiter, Midori. Ein Fuß nach dem anderen, du schaffst das. Hoffentlich bin ich bald da. Ich möchte Vater ungern warten lassen. Er wird froh sein, dass ich die seltenen Kräuter gefunden habe, die er wollte. Ich habe sie sicher in meiner kleinen Tasche hier verstaut. Links 2, 3. Bin ich endlich da? Ich bin den ganzen Weg vom geheimen Reich hierher gelaufen, um ihn zu treffen. Links 2, 3. Moment mal, was ist da vorne los? Zu Hilfe! Hört mich jemand, zu Hilfe! Halt deine Klappe! Ich sagte, du sollst deine Taschen auslernen, oder ich schneide sie dir auf. Ich bin meinem Messer nicht zimperlich, wenn du verstehst, Freundchen. Lass mich in Ruhe. Was machst du da? Nimm dir jemanden aus deiner Gewichtsklasse vor. Wie bitte, wer spricht da? Was haben wir denn da für ein Zwerg? Vorsicht, ich bin Midori, die größte Kräutersammlerin der Gegend. Und jetzt verhalte dich wie ein Erwachsener und leg die Waffen nieder, du Taschenlehrer. Wie bitte? Haben deine Eltern dir keinen Respekt vor Eltern beigebracht? Schätze, ich muss dir beibringen, deine Klappe zu halten. Nein. Und Kase ist zur Stelle. Midori, ich bin da, du bist in Sicherheit. Vater! Was wäre, egal, ich bin weg. Für mich gibt's leichtere Beute. Herzlichen Dank, Vater. Hoffentlich warst du nicht besorgt. Mir geht's gut. Tatsächlich, dann tu mir nächstes Mal einen Gefallen und sei pünktlich. Ich mache mir immer Sorgen. Dafür bin ich da. Du bist schon wieder größer geworden, oder? Du wächst schneller als Bambus. Oh ja, aber die Zeit vergeht im Geheimen Reich so schnell. Ich bin jetzt erwachsen oder zumindest erwachsen als der Kerl vorhin.
Oh, ich fand diese seltenen Kräuter, die du wolltest. Schau, hier sind sie. Moment mal, sie waren genau hier. Gerade hatte ich sie noch. Hast du sie fallen gelassen, als dieser Bandit sich dir näherte? Nein, ich bin sicher, dass ich sie nicht fallen gelassen habe. Wo sind sie dann? Lass uns deine Schritte zurückverfolgen. Du musst sie irgendwo verloren haben. Hey. Niemals, ich bin mir sicher, ich habe sie nicht verloren. Sie waren in der Tasche. Es muss dieser Mann gewesen sein. Er hat mir die Kräuter gestohlen. Warte hier, Vater, ich finde diesen Kerl und hol sie zurück. Nein, Midori, warte. Mensch, ey, immer so vorschnell alle. Hey du, ja du, mit der Tasche. Die gehört mir. Gute Augen, Kleine. Die Leute sehen mich sonst nicht, wenn ich herumschleiche. Also erstmal bin ich nicht klein. Ich bin die größte Kräutersammlerin der Gegend. Und du treibst dich mit einigen ziemlich üblen Typen herum. Genau genommen gehöre ich nicht zu diesen Barbaren. Ich reise nur mit ihnen. Sie sorgen für die nötige Ablenkung, während ich meine Arbeit tue. Niemand nimmt mich wahr, wenn ich in dieser haarigen, stinkenden Horde verstecke. Du fragst dich sicher, wer ich bin. Ich bin die Entdeckerin legendärer Schätze, ein Genie, eine Forscherin. Ich bin keine geringere als Candace, die berüchtigte Schatzjägerin. Wie bitte? Was hat das bitte mit meiner Tasche zu tun? Erklär dich gefälligst. Überlass das nur Candace. Ich habe für alle Gelegenheiten eine Erklärung. Weißt du, ich habe gehört, dass es hier die seltenen Drachenkräuter gibt. Wie gesagt, ich bin eine Schatzjägerin und du hattest einen Schatz. Den Rest kannst du dir ausrechnen. Daraus folgt, was dir gehörte, gehört jetzt mir. Fakt ist, dass ich die Kräuter zuerst gefunden habe. Du hast meine Tasche geklaut. Fängst du schon wieder mit Fakten an, dann hast du hier noch mehr davon. Du hast die Kräuter aus diesem Wald, nicht wahr? Bedeutet das nicht, dass du der Dieb bist? Nein. Dann bin ich auch kein Dieb. Ich könnte mich beschweren, dass du meinen Namen in den Schmutz ziehst, aber Candace wird den rechten Weg beschreiten und sich verabschieden. Du könntest versuchen, die Tasche zu nehmen, aber sei gewarnt, ich bin blitzschnell. Nein, warte, ich benötige diese Kräuter für meinen Vater. Gut, und Candace werden wir auch noch klauen. Frei nach ihrem eigenen Motto oder so, ne? Die werden wir einfach mitnehmen ins Gefängnis. Punkt. Und Drachenkräuter sind ja mega gut, ne? Alle Werte dauerhaft um 1 erhöhen. Sickes Item, das will man sich natürlich unbedingt holen, ne? So, hier kann man auch schön den Wald ein bisschen niederbrennen. Einfach so. Diesen heiligen Wald, warum auch nicht, ne? Weil es so viel Spaß macht. Gut, sollte kein schweres Kapitel sein an und für sich. Ist zwar eine nette Gegnerkombination, aber da arbeitet man sich schon durch. Wichtig ist Candace mittlerweile so möglichst schnell den Weg abzuschneiden, denn... Okay, man muss nur den Boss besiegen. Ich meine, die flieht irgendwie, aber ich bin mir nicht mal hundertprozentig sicher, wie das genau war. Da könnte ich mich durchaus auch täuschen. So, Midori ist mit dabei und Midori hat auch ein paar nette Skills. Die hat nämlich vor allem einen Personal Skill, Glücksbringer. Leitet plus 20% Einsatzchance für Fähigkeiten, die vom Glückswert abhängen. Und das macht sie verdammt gut, also meine Güte. Ist halt, hat halt richtig viel Glück einfach, ne? Das ist so das, was sie kann. Und das ist dann natürlich mit solchen Skills doch ziemlich nützlich, ne? Okay, sie hat auch standardmäßig noch die erste Hilfe als Kräuterkundiger. Das ist gar nicht so schlecht. Wen wir noch mitnehmen müssen allerdings. Moment. Gott, wen kann ich denn jetzt entbehren? Das ist immer ein bisschen schwierig. Nehmen wir Anna mit raus und ersetzen sie. Moment, oder nehme ich Asura raus? Könnte ich eigentlich auch machen. Weiß nicht. Ja, nehmen wir mal Asura raus und nehmen stattdessen... wo ist er denn jetzt? Meine Güte. Da. Es sind mittlerweile so viele Einheiten, ich blick nicht mehr durch. Es ist zu viel des Guten. Da ist Orochi, meine Güte. Das war ja mal schwierig hier. So, Orochi hat momentan nichts ausgerüstet. Das ändern wir ganz schnell. Okay, hier habe ich, glaube ich, nichts Tolles für dich. Naja, gut, eine Bronze Naginata plus 2. Kriegst du einfach mal so mit, damit der Slot zumindest gefüllt ist und noch irgendeinen Zauber, der einigermaßen okay ist. Was haben wir hier? 7 ist jetzt bisher das Höchste, was ich gesehen habe, was er mitnehmen könnte. Okay, mit dem krassen Fähigkeitswert könnte ich auch einen bösartigen Text geben. Ja, das wäre auf jeden Fall mit drin. Nimm den bösartigen Text, nimm aber als Backup-Plan noch einen Donner plus 1. Ja. Gut, dann ist die zumindest ausgerüstet, ne, damit wir Candace einfach mal mitnehmen können. Hehe. Bestimmt auch ganz lustig. Ist ja eigentlich... Naja, gut, das geht. Kann man durchaus spielen. So, okay, ja, wir müssen noch ein bisschen Einheiten verteilen und so. Als erstes mache ich offscreen. Ich will nicht schon wieder ganz, ganz viele 30 plus Minuten Parts raushauen. Das ist ein bisschen
heftig. In letzter Zeit ist das etwas kritisch, wie ich sehe. Das Spiel, ja, hat momentan so seine Nebenmissionen, die ziemlich viel Zeit in Anspruch nehmen, das merke ich schon. Also gut, Leute, dann würde ich einfach mal sagen, ja, beim nächsten Mal kümmern wir uns um die Nebenmission auch vollständig. Sollte nicht so schwierig sein, wir müssen nur den Boss besiegen und der ist gleich hier. Da sehe ich keine großen Probleme, wie auch immer, Leute. Und einfach mal sagen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit und bis zum nächsten Part von Fire Emblem Fates Offenbarung.